Was ich hier auf jeden Fall jetzt rausschmeißen werde, sind die. Ganzen Tränke, die immerhin es kriegen sollte. So, dass wir hier drin wieder Platz haben. Jetzt gucken wir mal. Mit dem macht sie ETW 14. Mit dem macht sie ein ETW von 20. Nein. Was heißt Kato, du behältst das Teil? Und sie ist wieder überfüllt. Auch gut. na cool. Dann machen wir das anders. Schmetterhorn. Könnten wir das hier jemand anderem geben? Nö, eigentlich nicht. Okay, dann bleiben die Tränke erstmal im Beutel. Bis wir das erledigt haben. So, alles andere sieht okay aus. Nee, das ist eine Waffe, die kann Keldon ruhig aufbewahren. Und da sind nur Tränke drin. Okay. Fragt nur. Das heißt, wir können jetzt hier beim Spiel raus. Können den vulgären Affen. Ist das jetzt hier oder hier? Hier ist der vulgäre Affe. Gut. Und die Moin sollte die Waffe wechseln. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Die Pflicht ruft jeder Hamster hat mal seinen Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich warte, was immer ihr wünscht. So. Also. Ich bin froh, euch zu sehen. Obwohl unser Treffen von unglücklichen Ereignissen überschattet ist, von denen ich berichten muss. Ich hatte gehofft, die Sache geklärt zu haben, aber dem war nicht so. Oh Gott, was ist jetzt schon ich wieder? Ich habe kein Schiff, mit dem ich euch eine Überfahrt anbieten könnte. Es wurde in einem Akt reinster Böswilligkeit versenkt. Wie übel man mir doch mitspielt. Oh, wir haben gleich Mitleid mit dir. Ihr haltet uns für nah. Bereits als ihr zum ersten Mal mit uns spracht, wusstet ihr, dass euer Schiff gestrandet ist. Ihr wollt uns offensichtlich benutzen. Es versetzt mein Innerstes, dass ihr glaubt, ich würde versuchen, euch um eure Rettung zu betrügen. Vielleicht hatte ich mein Schiff nicht richtig im Griff, aber meine Absichten waren gut und ehrlich. Mein einziges Bestreben ist es, ein Transportmittel für euch aufzutreiben, und das geht am besten, wenn ich mir ein neues Schiff beschaffe. Wir sollten uns beeilen, ehe die Feinde zurückkehren. Was hat euer Plan zufolge? Nein, ihr werdet meine Chance am magischen Portal unter der... Ich werde meine Chance am magischen Portal unter der Zauberfeste nutzen. Ich glaube, ich finde jemanden, bei dem man etwas direkter ein Schiff euern kann. Was ist euer Plan? Nun, der offensichtlichste Weg wäre, eine Art Rache zu nehmen, um ein anderes Schiff zu beschaffen. Und zufällig habe ich auch schon ein perfektes Objekt im Sinn. Der Piratenfürst, der mein Schiff auf so böswillige Weise unbrauchbar gemacht hat, besitzt selbst ein hervorragend geeignetes Schiff. Wenn wir damit abhauen könnten, wären wir bestimmt aus dem Schneider. Mir reicht's, ich werde dem Piratenfürst nie in die Quere kommen. Ich gehe zum Portal zurück. Erzählt mir mehr darüber. Sein Schiff ist an den Docks verteut. Im Schutze der Nacht könnten wir es ziemlich einfach übernehmen. Wir müssen nur sicherstellen, dass das Tor zum Meer offen ist, damit wir in die freie Bucht gelangen. Wenn ihr euch das Horn beschaffen könnt, das dem Turmmann das Signal gibt, könnten wir es bei Nacht blasen und weg sein, ehe irgendjemand etwas merkt. Das ist euer Plan. Was ist mit den Wachen? Wir werden doch bestimmt gesehen. Und ich vermute, ich soll das Horn stehlen. Wo werdet ihr sein? Der Plan könnte funktionieren. Ich bin dabei. Erklärt mir die Einzelheiten. Das wird nicht knappen. Ich werde zum Portal unter der Zauberfeste zurückgehen. Was ist mit Wachen? Nicht ein einziges Auge wird sich auf euch richten. Schiffe stechen ständig in See, besonders das des Piratenfürsten. Er betreibt seinen ruchlosen Handel oft die ganze Nacht hindurch. Ich werde bei dieser Aufgabe nicht untätig sein. Ich werde dafür sorgen, dass die Docks von jenen befreit werden, die uns melden würden. Jetzt los, was sagt ihr dazu? Klingt durchführbar. Die Sache ist einfach, doch
Ganz ohne Nix wird es nicht gehen. Das Horn ist verziert und wunderschön und der Piratenfürst lässt es von Kaya, seiner Geliebten, gut bewachen. Könnte ich mir nur den Luxus Zeit gönnen, dann würde ich versuchen, sie zu werben, denn sie besitzt eine zweifelhafte Tugendhaftigkeit. Das habe ich zumindest gehört. Tagsüber befindet sich das Horn in der Obhut des gut bewachten Piratenfürsten, aber nachts hängt es in Kayas Zimmer. Besorgt im Schutze der Dunkelheit das Horn aus ihrer Unterkunft und kommt zu mir an Bord des Schiffs im Hafen. Warum haben wir nicht den Luxus Zeit? Weil wir sterben. Wird ihr Piratengalan in der Nacht nicht bei ihr sein? Möglicherweise. Ihr solltet euch vielleicht leise bewegen, wenn ihr erst einmal in ihrer Wohnung seid. Ein Risiko, ja, aber nicht so riskant wie die Dunkelheit des Portals unter der Zauberfeste. In Ordnung. Ja, zu eurem Vorteil. Ich sollte euch noch mehr anspornen, die Aktion Flink und Clever durchzuführen. Wir werden ganz schnell weg sein und ihr solltet von mir diese Klinge für den erwiesenen Dienst annehmen. Geht jetzt und tut, was getan werden muss. Jo, Abschied von der Insel. Simon schlägt vor, dass ich alles, was ich an Ausrüstung... Ja. Offenbar hat Simon Havarin doch Hintergedanken, als er mir die Fahrt zum Tethyr-Wald anbot. Sein Schiff war von Desharik, dem Piratenfürsten, lahmgelegt worden und ich habe kaum Zweifel, dass er das wusste, als er mir das Angebot machte. Er hat nur vor Descharics Schiff zu stehen und meine Aufgabe ist es, das Horn zu stehlen, das die Meerestore öffnet. Das Horn ist nachts im Haus von Descharics Freundin Kaya zu finden, welches sich im Westen in der zweiten Reihe befindet. Wenn ich es habe, muss ich Simon bei den Docks treffen. Eine Klinge, die ihm von Irenikus selbst gegeben wurde und ihn scheinbar aus irgendeinem Grund nervös macht, wird mir den Handel doch versüßen, wenn wir die Sache schnell hinter uns bringen. Ihr müsst Na gut. Wenn ihr es wollt. Dann gehen wir mal zu Kayas Haus und holen das Horn. Das wird jetzt mit ein bisschen Fingerspitzengefühl gehen müssen. So, nur mit einem Unsichtbarkeitstrank. Okay. Und schwupps bin ich weg. Habt ihr mir etwas zu sagen? Schlaft ihr? Der Moment des Aufstehens rückt schnell näher. Muss ich schon so früh gehen? Der Morgen liegt noch in weiter Ferne. Bleibt für einen Moment, aber wisst, dass ihr gehen müsst, wenn die Morgendämmerung kommt. Die Gefahr, dass ihr hier entdeckt werdet, ist dann zu groß. Ja, ich weiß, aber ich war nicht derjenige, der es so gemacht hat. Das war ungerechtfertigt. Im Moment seid ihr meine Wahl. Die Vergangenheit zählt nicht. Schon, aber wenn wir ertappt werden, der Scharik verdächtigt euch doch, seitdem er euch mit diesem Seemann entdeckt hat. Sagt nicht seinen Namen. Ihr habt gut genug darüber nachgedacht, um ihn als Gefährten auszuwählen. Eine Dummheit in meiner Jugend. Es war schön, seinen Worten zu lauschen. Er kann mit ihnen sehr gut umgehen. Das ist es, was ihr über mich gesagt habt. Dann geht, wenn ihr so gekränkt seid. Bin ich nicht. Ich weiß, wo ich stehe. Ihr bleibt, wo ich es euch sage. Wenn das nicht genug ist, werde ich mir einen anderen Liebhaber suchen. Das werdet ihr doch ohnehin tun. Ah, vergebt mir, ich wollte euch nicht beleidigen. Ich befinde mich jenseits aller Kränkungen. Ich lebe mit dem mächtigen Desharik, dem Piratenfürsten der Insel. Das ist Kränkung genug für mich. Er scheint sich aber doch um euch zu kümmern. Seht nur die Wachen, mit denen er euch ausrüstet. Sie wachen über seine Besitztümer und dazu gehöre auch ich. Mein eigener Wächter hält sie auf Distanz. Dann lass uns vergessen, dass ich es zur Sprache gebracht habe. Zaya? Nachricht erhalten, dann schlaft. Kein Problem. Gut, Quick Save. Ich bin also nochmal rausgegangen. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Haben wir irgendwas, was uns noch im Schatten verstecken hilft? Ja, der da.
Ja. So, der Rest geht einfach mal weg und guckt mich hin. Also hier lang und schwupps bin ich weg. Verstanden. Ich mag Leute wie euch eigentlich nicht, aber guten Tag trotzdem. Okay, da wurde ihr morgen gesehen. Zum Glück haben wir das Quicksave gemacht. Verstanden. Schön. Ich mag Leute wie euch eigentlich nicht, aber... Okay, wir benutzen einen Unsichtbarkeitstrank. Weil ich will das dezent lösen. Verstanden. Schön. Ich mag Leute wie euch eigentlich nicht, aber guten Tag trotzdem. Na gut, ihr gegen mich. Oder wir... Geht klar. Das Gute ist heute auf... Das ist das Problem, wir werden sofort aufgedeckt. So, dann können wir hier die Treppe zur Abkürzung nehmen. Da kommen wir nämlich direkt hier raus. Die Meere sind rau zu dieser Jahreszeit. Was ist denn das? Na, schaut euch das an, Jungs. Sieht so aus, als hätten wir ein paar Freiwillige für unsere Routerabteilung, hä? Na, wie wär's? Entweder ihr macht hier ganz brav den Sklaven oder wir müssen euch hier ein bisschen aufmischen, hm? Lass mich einen Moment überlegen. Nein, danke. Lass mich in Ruhe, wenn ich euer Leben lieb ist, Abschau. Ich will keinen Ärger haben. Nein, danke. So soll es sein. Ein prima Sklave, Jungs. Her mit ihm. Die sind sicher... Oh, das können wir ganz leicht rausfinden. Ja, die sind alle böse. So, hat sich dadurch irgendwas hier geändert? Nö. Oh, hey Keller. Ja, Kumpel. Der hat nichts Neues zu sagen. Stab. Also ja, Zeug, was wir irgendwann verkaufen können. Wenn wir wieder am Festland sind, weil ich will jetzt nicht nochmal zum Schmied zurückgehen, nur wegen den drei Sachen. Die Meere sind rau zu dieser Jahreszeit. Ja, du lässt uns immer noch nicht aufs Schiff, hä? Gut, wo sollten wir uns mit ihm treffen? An den Docks, okay. Ach, Golin ist auch noch hier. Schwierige Zeiten stehen uns bevor.
Ja, auf dem Schiff ist er auch nicht. Okay. Ernsthaft, wo steckt der schon wieder? Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gelände verlassen könnt. Was wollt ihr da oben? Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr... Mann, da ist der Eingang.